Ich muss noch die passende Lücke suchen. Gleich zurück, ich bin 3 Minuten, sorry. Go Frankie. Das groovt. Ich sage mal hallo und herzlich willkommen hier bei Promi-Geflüster. Die Jungs von Vox Club mal wieder. Hallo. Ja, grüß dich, servus. Wir freuen uns, dass wir bei dir sind. Ja, letzte Woche habt ihr noch Grüße ausrichten lassen. Die kamen spät in der Nacht auch noch an. Herzlichen Dank. Da war der in Dexheim. Wie war's? Dexheim ist gigantisch. Das ist unser... Da freuen wir uns das ganze Jahr drüber. Das ist eine kleine, schöne Location, Weingut. Und da gehen die Leute ab wie Schmitz Katze. Das ist unfassbar, ja. So, dann seid ihr dieses Jahr noch bei den Jutzis mit beim großen Jubiläumskonzert. War doch schon mal im Zillertal? Im Zillertal waren wir tatsächlich schon mal, aber noch nicht bei den Jutzis direkt. Und wir freuen uns riesig, dass wir da beim Jubiläum von den Jutzis da eingeladen wurden und dabei sein dürfen. Und werden mit denen dort mal richtig feiern. Sehr gut. Nee, also 25 Jahre Jubiläum, genau, 20. Open Air. Also es gibt 2 Jubiläen, die sie eigentlich feiern. Ne? Was gibt es eigentlich Neues von euch? Habt ihr mal wieder neue Titel in Planung? Na, wir befinden uns eigentlich seit 5 Jahren im Dornröschenschlaf. Natürlich, es gibt ganz viel Neues. Die neue CD steht an. Wir gehen jetzt, ich glaube, in 3 Wochen geht es jetzt zum ersten Mal wieder ins Studio. Ich glaube, die eine oder andere Mega-Hit ist wieder dabei. Ich spüre es, Frank, da kommt was Großes. Ja, und sonst sind wir natürlich wieder Vorbereitung für Burning Lederhosen. Dann gehen wir nach Brasilien. Dann gehen wir, darf man das schon sagen? Darf man noch nicht sagen, aber es kommt was ganz richtig Cooles, was wir noch nicht verraten dürfen. Ihr werdet das früh genug erfahren. Bei uns ist immer, es ist immer was los. Also langweilig wird es nie, wir sind echt immer fleißig. Fleißig, was YouTube anbelangt. Hast du schon mal geschaut? Ja, ja. Und, wie findest du es? Geht gut ab. Was genau? Jetzt testen wir ein bisschen. Ja. Nächste Frage, genau. Richtig, Sommer. Jetzt haben wir ja offiziell Sommer. Ja, jetzt ist soweit. Heiß, die nächsten Tage wird extrem heiß. Ich glaube, bis zu über 30, 40 Grad fast. Wie geht ihr mit der Hitze um? Ja, kannst du nur ein Eis kaufen, baden gehen, die Lederhose in den Schrank hängen und hoffen, dass du einen Schattenplatz findest. Ja. Also jetzt nicht so wirklich in der Sonne, ihr sucht dann schon auch die Kühle dann. Nein, ich sage immer, ein Eisbär geht auch nicht in die Wüste, das ist bei mir auf jeden Fall gleich. Also Schatten ist gut, viel trinken und so, also eigentlich, wie man es halt so machen soll. Ne? So, im Hintergrund schauen Sie, Wir haben von unserem Carsten, der mit uns arbeitet, ein Bild bekommen, apropos Musiker Schatten. Kriegst du das drauf? Sonst mag ich das schicken. Die Abdrücke von verschiedenen Menschen, das ist ein Wasserskifahrer, Mountainbiker und das sind die Musiker. Okay. Das schickst du mir nachher noch. Genau, ich sehe jetzt im Hintergrund, wir müssen kurz unterbrechen, es geht vielleicht machen wir nachher noch eine kleine Fortsetzung, ich habe noch ein bisschen was. Also, ich sage mal, bis später, Teil 2. Hier sind sie wieder, die Jungs von Vox Club. Und natürlich stehen sie komplett anders da wie vor dem Auftritt, aber das ist nicht schlimm. Genauso bunt gemischt auch der Gearball von Recent Toys, den wir von der Spielwarenmesse dieses Jahr im Februar mitgenommen haben. Und natürlich muss ich mich jetzt entschuldigen, wir haben ein bisschen Tonprobleme und das mag vielleicht an der Hitze gelegen haben. Wer weiß. Aber ich denke, insgesamt versteht man uns. Und nun viel Spaß im zweiten Teil. Was ist denn der Zauberwürfel? Ja, kennen wir. Das habe ich aber noch nie gesehen. Ist das zum Werfen? Werfen kann man von dort auch mit. Aber da ist das Ziel, dass man eine Fläche oder alle Flächen wieder in die gleiche Farbe kriegt. Wie beim Würfen. 5 Euro, du schaffst es nicht in 2 Stunden. Du auch nicht. Na, Adelwette. Wenn man bei dem klassischen Würfel wusste, wie man den auseinanderbaut und wieder so zusammensteckt, dass es dann irgendwie passt, dann hilft mir keine Ahnung. Aber ich würde euch mal 2 Stunden, am besten bis morgen hier allein lassen. Und dann okay, alles gut. Dann geht's mal. Nächstes Mal sehen wir uns dann bei, wie gesagt, bei Musik. Vielleicht haben wir es bis dahin geschafft. Ja, auf jeden Fall. Wir werden uns bei den Fahrten, wenn wir uns Mühe geben. Für mich ist das sehr fix drin. Man sieht es, es hat ein Konzept. Perfekt, genau. Schön bunt gebunden. Ja, schön bunt. Ja, ich habe eine andere Lösung. Alles schwarz. Alles schwarz. Nein, das kann ich dir Frank nicht antun. Der gehört übrigens gar nicht zu mir, zu meinem Ding, sondern zu unserem neuen Kanal, von Prime, den unser Kameramann hat. Und das ist so Benny. Und da wird immer gerne gespielt. Vielleicht erklärst du mal, um was es eigentlich geht. Wir machen mal ganz kurz einen Wechsel. Jetzt darfst du mal mit rein. Hi, Benny. Ich grüße euch. Grüß dich, Benny. Ja,
Ja, bei mir beim Channel wird es einmal an die Spiel gespielt, wie zum Beispiel dieser unlösbare Ball. Ne? Ich habe einmal den Ball gemacht und keiner kriegt mehr hin. Ja, auch nur kriegst du es hin. Du kriegst es hin. Das ist nicht meine Aufgabe, aber ja, es ist nicht ganz einfach. Ne? Ja, bestimmt ist nicht einfach. Aber er ist so der Held bei Gänse. Das ist ja irgendwie nicht. Normalerweise wir wollen jetzt eigentlich nicht anbieten. Das hätten wir sofort gelöst, aber wir wollen das können wir. Das können wir. Die Kinder und Ablauf. Ihr habt ja Zeit. Also wir haben langsam die Zeit, oder Frank? Wir sind Musiker, bis 14 können wir. Da kommt Challenge. Ja, vor den raus. Das ist der Klassiker, viel gewinnt. Ich glaube, Endpunkt spielen wir nicht mal 10. Ist die 12. oder 13. Ich weiß es gar nicht. 12? Ja, ich will unbedingt für das Spiel. Ja, also wie oft hast du gewonnen? Ja. Statistik? 12, glaube ich. 12, oder? Ich weiß es gar nicht, Frank. Wie oft habe ich gewonnen? Ja. So. Bis jetzt waren wir 11 Mal. Was die Jungs allerdings nicht wissen, für uns spontan werden jetzt die Regeln hier bei Promi-Geflüster ein wenig verschärft, denn es sind ja 5 und Benny ist allein. Also deswegen heißt es jetzt hier und heute 5 gewinnt. Ja, das kannst du dir anders stellen. Das ist ja genau der Punkt. Du musst dich besiegen und gleichzeitig beantworten. Ja, das schaffe ich jetzt. Okay. Keine Ahnung, okay? Ich ja, was sind denn deine Hobbys? Erzähl mal. Ja, viel gewinnst du auf jeden Fall nicht. Ansonsten mache ich einfach gerne Musik. Und wolltest du überhaupt rein? Ist nicht schlimm. Schwache Spezies. Okay. Schwach. Pass auf. Ja. Wie warst du so in der Schule? Ich war grottenschlecht in der Schule. Ich war ganz schlecht. 2 Wochen lang war. Du warst 2 Wochen in der Schule? Ja, dann war ich nur so kurz. Ich nur so kurz, dafür war ich ganz lange Kindergarten. Was waren deine Lieblingsfächer in der Schule? Sport, Kunst und Musik. Der Rest war einfach grottenschlecht. Oh, gefährlich, gefährlich. Ja, das wird. Gibt es Fächer, wo du sagst, ne? Das habe ich jetzt gar nicht so gemacht. Also ja, der ganze Rest. Also von Latein bis Französisch bis Physik, Mathe, Chemie, das war alles nicht so meins. Alles nicht so deins? Nee, nee. Okay, und wie sieht's aus? Musik? Also Musik, wo du selber hörst? Außer deiner eigenen natürlich? Querbeet. Also wenn du auf meinen Player guckst, dann habe ich da alles von Volksmusik bis Schlager bis Soul, Rock, Jazz, Funk, alles gut dabei. Gibt es was, wo du sagst, nehmen wir eigentlich nicht? Heavy Metal ist nicht so meins. Heavy Metal? Ja. Wieso? Ist mir zu krass, ein bisschen zu aggressiv und ich verstehe da einfach die Texte nicht. Das ist mir einfach zu... Da wird's immer heiß. Die Texte verstehst du nicht. Okay, was sind deine Hobbys? Und selbst wenn du hast ein Lieblingshobby, wo du am liebsten machst? Ich gehe einfach gerne raus ins Grüne, in den Wein draußen. Und da rein gerne in die Berge zum Runterkommen von diesen anstrengenden Viech mitspielen. So eine halbe Stunde. Ich erkenne eine halbe Stunde. Nein, das ist nicht so geil. Irgendwie so. Nein, es gibt schon eine kleine Strategie. Jetzt hör auf, du bist nicht dabei. Ah, ja, leider. Nichts vorsagen. Ja, das hätten wir schon längst gemacht. Ja, und Klamottenstil, was für ein Klamottenstil hast du? Was für Klamotten, die du gar nicht so anziehst? Die Klamotten? Ja. Röcke? Röcke. aber Dirndl trage ich. Dirndl? Ja, ja. Oh, wieso Dirndl? Er hat es versucht. Das war billig, Entschuldigung. Also meine Tochter hätte es gesehen, diese 1,5. Manchmal muss man probieren. Das war der letzte Job, ja. Stimmt. Da hat sie so eine Züge, glaube ich, oder? Nein. Ich glaube, es sieht gut aus, oder? Du? Ja, du. Wer gewonnen hat, gesprochen. Ich glaube, es sieht gut aus. Du hast gewonnen? Nee, jetzt gehst du aus. Mensch! Ja, ja. Der einzelne Kandidat. Ja. Ja. Wollte aber auch mal Zeit. Ja. Wollte auch mal Zeit. Wollte genau. Sagen, hier, Box up. Wins. Immer noch hier am Start. Das ist gut. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Dankeschön. Cool. Vielleicht mal irgendjemand anders von euch demnächst. Ne? Demnächst mal. Ja, genau. Frank, übernimmst du wieder? So gut. Nochmal ein schneller Wechsel und Verabschiedung. Genau. Also, super. Herzlichen Dank, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Und wer Zeit und Lust hat, Flo hat schon zugesagt, zur Nachversendung treffen wir uns noch irgendwo im Hotel drüben, dann haben wir noch eine Carrera-Wanderung. Na, wie geil. Das ist eine richtige. Gibt es auch noch eine kleine Challenge? Ja, dann muss ich liebe Grüße zu Hause schicken, ich komme erst morgen wieder. Das wäre dann der nächste Teil. In diesem Sinne, macht's gut. Bis bald. Ciao.
Alles nur Spaß hier bei Promi-Geflüster und so wird aus 4 Gewinnt durchaus mal 5 Gewinnt. Die regulären Folgen von 4 Gewinnt gibt es natürlich auf Promi-Time zu sehen und da stellt Benny den Prominenten während des Spiels doch die eine oder andere Frage, die manchmal gar nicht so einfach ist. Denn konzentrieren auf das Spiel und die Fragen beantworten, das ist die Herausforderung. Wenn euch diese Folge nun gefallen hat, dann ganz schnell einen Daumen nach oben da lassen, auf die Glocke drücken, um keine Folge mehr zu verpassen und ganz wichtig, den Kanal natürlich abonnieren.